Eine Miezekatze lauert gleich hinter der Eingangstür des Stadtmuseums von Jena. Sie starrt auf eine Schleiereule, die in einer perfekt runden blauen Kugel über ihr schwebt. Doch die Kugel ist keine Kugel. Sie besteht aus tausenden dünner Fäden, auf die winzige Plastikschnipsel geklebt sind. Nur ein Windhauch könnte die schöne Ordnung zerstören. Die Erschafferin dieses Werks, die Künstlerin Claire Morgan, ist gerade mit ihrem Atelier in den Norden Englands umgezogen, samt des Materials, das sie für ihre fragilen Skulpturen verwendet. Ich bin gerade noch beim Auspacken. Das ist allerdings von hier. Tapete, die wir beim Renovieren runtergeholt haben, und dieser Vogel. Vielleicht wird er mal ein Teil meiner Arbeit, wer weiß. Claire Morgan arbeitet fast ausschließlich mit Material, das ihr in ihrer Umwelt begegnet. Pflanzensamen, Blätter, Blüten. Selbst die Tiere, die sie präpariert, sind Zufallsbegegnungen. Die verstorbene Katze eines Freundes oder Verkehrsopfer. Aber immer sind es Teile des Lebens, die sie für ihre Arbeit verwendet. Entweder vom Anfang oder vom Ende, wenn man das überhaupt so genau unterscheiden kann. Wenn der Löwensaan im Spätsommer zur Pusteblume wird, dann sammle ich so viele dieser Flugschirmchen ein, wie ich nur kann, sodass sie für ein ganzes Jahr als Skulpturen ausreichen. Die hier sind sehr alt. Sie sind wunderschön, auf eine seltsame Art. Es sind Äpfel. Sie sind jetzt 12 Jahre alt. 12 Jahre des Verfalls. Sie sind echt überwältigend. Unter einer der Eisenbrücken, die von Newcastle über den Tyne führen, haben sich Kittiwake-Seemöwen angesiedelt. Sie profitieren von den Menschen und gleichzeitig sind dieselben ihr Verhängnis. In ihren Nestern finden sich immer wieder Plastikteile. Diese Wechselwirkung von Natur und menschlichen Konstrukten ist das, was Claire Morgans Arbeiten bestimmt. Sie bringt menschliche Ordnung in die eigentlich chaotischen Bewegungen der Natur. Etwas so Unbeherrschbares wie eine Schmeißfliege wird bei ihr zu einem mit dem Millimetermaß geordneten Bataillon. Und dies sei auch gesagt, sie hat nicht eine Fliege davon selbst getötet. Sie züchtet und füttert sie zwar mit den Resten ihrer Tierpräparate, doch nach 4 Wochen sterben sie von allein. Übrig bleiben die blau schimmernden Körper. Also die, die Scheiße essen, sind grün. Sie glitzern wirklich wunderschön metallisch. Ich würde sie wirklich gern züchten, aber leider ist ihre Aufzucht etwas unappetitlich. Aber vielleicht mache ich es doch, wenn ich mehr Platz habe. Eine einzelne Fliege schwebt außerhalb der vollkommenen Kugel aus Samen und anderen Fliegen. Sie hat keinen Platz mehr in dem perfekt geometrischen Gebilde, das den Beginn und das Ende des Lebens beinhaltet, den Samen und tote Körper. Auch auf ihren Zeichnungen, die immer der Anfang und ein Teil ihrer Installationen sind, sind Anfang und Ende enthalten. Die Reste ihrer Tierpräparationen werden dort mit dem Pinsel weiterverarbeitet. Man kann das nicht trennen. Es ist ein ewig fortlaufender Kreislauf. Geburt und Tod sind keine unterschiedlichen Sachen. Sie sind beide Teil der gleichen Sache. Sie sind nur unterschiedliche Stadien eines Prozesses. Claire Morgan mag Industriegebiete. Sie wohnt selbst in einem. Sie sind voll von menschlichen Konstruktionen, von denen wir annehmen, dass sie sicher seien. Im Großen wie im Kleinen. In Wirklichkeit aber ist nichts sicher. Genau wie ihre geometrischen Gebilde in Wirklichkeit nicht einmal einen Windhauch aushalten würden. Und doch scheitern ihre Tiere immer wieder an den Bauwerken aus Plastikmüll, Samen und Fliegen. Nichts ist wirklich sicher. Aber so sehen wir lieber auf unser Leben, als ob wir unsterblich wären. Wir fühlen uns sicherer, wenn wir in all den Konstruktionen etwas Solides, Festes sehen, statt einer Ansammlung völlig unabhängiger Einzelteilchen. Das klingt wahrscheinlich verrückt. Natürlich kann man die Zeit weder anhalten noch sehen. Aber man kann zumindest so tun, sagt Claire Morgan.
Und obwohl sie viel mit toten Wesen arbeitet, gehören ihre Arbeiten zu den poetischsten Bekenntnissen zum Leben, die zurzeit in Museen zu sehen sind.